Jetzt gab es in Österreich doch recht viel Wirbel, weil der SPÖ-Kandidat Andreas Babler gesagt hat über die Europäische Union, dass sie schlimmer als die NATO sei und das aggressivste außenpolitische militärische Bündnis, das es je gegeben hat. Sie müssten als jemand von einer europakritischen Partei eigentlich das gut finden, oder? Also ich habe jetzt nicht den marxistischen, linksextremen, linksradikalen Zugang, würde ich fast sagen, wie der Herr Babler, sondern wir haben immer gesagt, Europa hat nur dann eine gute Zukunft, wenn die Mitgliedstaaten hier in einer Kooperation stehen, aber nicht das Ganze den zentralistischen Weg geht. Und das ist die Politik, für die wir stehen. Freundschaft, zueinander, Augenhöhe, miteinander kooperieren und nicht einen, sage ich hier, linksradikalen Weg des Herrn Babler zu wählen. Aber die Europakritik, die haben es gemeinsam mit Herrn Babler. Also wir haben einen anderen Zugang zu dieser Kritik an der Europäischen Union. Ja, wir wollen Kompetenzen zurück von Brüssel nach Österreich in das österreichische Parlament holen. Wir wollen mehr direkte Demokratie. Wir wollen Brüssel entmachten und Österreich aufwerten, wollen aber trotzdem mit allen Staaten hier in guter Zusammenarbeit stehen. Andreas Babler hat auch kritisiert an der Europäischen Union, dass sie zu Recht sei. Der Rechtspopulismus ist in der EU am Vormarsch. Sehen Sie das auch so? Ist die EU zu Recht? Also wenn Sie ansehen, wie hier Willensbildungen erfolgen und die Europäische Volkspartei sogar schon links außen steht, kann ich das überhaupt nicht teilen. Im Gegenteil, diese Europäische Union ist viel zu linkslastig. Man beschäftigt sich hier nur mit LGBTIQ, man beschäftigt sich hier mit sehr, sehr linken Themen. Und diese Europäische Union soll in die politische Mitte und Mitte rechts rücken. Das wird das, wofür wir stehen.